Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed. Letztes Mal haben wir hier in Akkon alle Aussichtspunkte erklommen und dieses Mal wollen wir jetzt sehen, dass wir uns ein bisschen Überblick verschaffen können. Also, welche Mission als nächstes? Also Überblick über unser potenzielles Ziel. Und hier an der Kirche, wo wir eben waren, also wo ich eben war, wo wir gestern waren, gibt's ein Befragungsopfer, also wollen wir mal ein paar Informationen aus ihm rausstechen. Wortwörtlich. So. Er wendet euren Leiden den Rücken zu, aber das ist ungerecht, unwahr. Er ist trotz seiner Gabe nur ein Mensch und kann nicht alle retten. Schon bald, meine Freunde, schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld, wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. So, dann wollen wir den Kamerad mal verfolgen. Und dann können wir ihm als selbst zeigen, dass Gutding Weile braucht, und zwar mit unserer Faust. Also, wo bist du denn hin, hm? Ich könnte ihm zwar schon hier im helligsten Tageslicht aufs Maul hauen, aber dann wird sich wahrscheinlich wer einmischen. Und wir sollen die Bruderschaft ja nicht gefährden, also in der Öffentlichkeit abstechen ist jetzt nicht unbedingt eine Option. Gnade, Gnade, tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum, geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. So, dann haben wir mal unsere ersten Informationen. Und hier gibt es ein paar Bürger, die uns da Hilfe bedürfen. Nee, dir kann keiner helfen. Außer ich. Und wenn ich gerade schon mal hier bin. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Versucht! Komm schon. Put, put. So, dann ist die Rettung auch erledigt. Und da hinten kommt ihr direkt schon die nächste. Ihr kommt mir bekannt vor. Behaltet doch ein. Hier endet dein Leben. Komm her, der Barbier von Sevilla hat gerade einen Termin für dich frei. Damit kommt ihr nicht davon. Das schwöre ich.
sagten nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. So. Das dauert immer so lange, bis diese Sequenz, wo die einem danken, vorbei ist. Aber das ist nun egal. Wir haben unser nächstes Ziel ja schon gesetzt. Und ein Taschendiebstahl. Der geht jetzt ziemlich schnell vonstatten. Hier nicht. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und da kommen wir normalerweise nicht so einfach rein. Wenn er sich verletzt, werde ich ihm nicht helfen. Hau ab, Bauer! Ihr Strapazier! Komm schon! Dann müssen wir halt etwas Aufsehen erregen. Zwar nur äußerst ungern, aber... Komm schon. Hier wirst du sterben. Du bist ein toter Mann. Du gehörst mir. Und das ist, wenn man zu früh drückt, bekommt man aufs Maul. Was hast du da? Plunder. Der Mann besaß nichts von Wert. Nur eine verdammte Röhre. Alles, was ich fand, war ein Pergament mit unsinnigen Kritzeleien. Das ist nicht unsinnig, das sind Lettern und Worte. Warum steckt ein Mann Lettern und Worte in eine Röhre? Verschwendung, wenn du mich fragst. Muss wichtig sein. Gib her und ich sehe es mir an. So wie letztes Mal? Ich lass mich nicht von dir bestehlen. Bist du gerissen. Viel Vergnügen damit. An eurer Stelle würde ich gehen, bevor ich richtig wütend werde. Ach, dann werd doch wütend und wir haben ein wenig Spaß. Und die Wache sieht einfach nur zu, wie wir ihn bestehlen. So. Als nächstes darüber, würde ich meinen. Weil da gibt es ja auch noch eine Belauschung. Belauschung funktioniert ja eh schnell. Das ging relativ schnell vonstatten. Aber angenehm. Haltet euch fern von mir. Heile, dafür wirst du sterben. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. So. Dann ist die Rettung auch erlegt. Die Hälfte der Rettung haben wir hinter uns. Also, dann mal schnell da hinten hin. Hier haben wir ja gerade schon die Belauschung. Mal sehen, wo ist eine Bank? Hier. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Nee, kann ich nicht. Und jetzt verpiss dich. Wir haben zu tun. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. So. Nein, ihr versteht euch nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauch das Geld. Es wird nicht sein,
ändern. Ich hab doch nichts getan. Power, Power. Schreien Sie mal! Gnädiger Gott, eine Assassine! Ich bin viel besser als du je sein wirst! Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. So, das hätten wir hiermit auch. Nächste. Komm, da. Dann gehen wir mal die Befreiung direkt machen. Ist ja auch direkt um die Ecke, mehr oder minder. So. Dann sind wir ja da hinten sofort. So, hier sind wir. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Ja, das wage ich. Ihr wagt es vor meinen Augen zu stehlen? Was zum Teufel wollt ihr? Angeber. Heide! Weil es gebackt hat, anders hätte ich dich auch noch gekriegt. Und vorbei. Sie sagten nicht, was sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann, aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ein Freund oder ein Freund? Na gut, er wird vermies, aber egal. Du dreckiger Dieb! Dafür hacke ich dir die Hände ab! Habt ihr etwas zu sagen? Bin ich dein Kornheide! Dafür wirst du bezahlen! Wie der mich gerade gerammt hat. Ich bin viel besser als du je sein wirst! Der kann uns besiegen! Was ist das für ein Glück? Komm, du bist auch weg! Und gute Nacht, Kamerad. Gott sei Dank, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurem Opfer erfahren. So, 9 von 12 erledigt. Wenn es gut läuft, bekomme ich wirklich komplett Akon vielleicht in dem Part noch hin. Das würde mir sehr gefallen. Oh, ist das nicht Altair? Erinnert ihr euch? Ich lernte mein Handwerk zur gleichen Zeit wie ihr. Keine Erinnerung, was? Aber egal. Al-Mualim hat mir einen Auftrag gegeben, der eine große Ehre für mich ist. Ich muss euch testen. Welche Freude! Ich habe Flaggen in diesem Gebiet versteckt. Findet sie und bringt sie zu mir. Seid schnell. Schade, dass der Alte mir befahl, euch zu helfen, falls ihr erfolgreich seid. So, wo fange ich am besten an? Hier. Ich war zuerst verwirrt, weil der Kerl ja auch ein Flaggensymbol hat, nur eben als Viereck und nicht als Kreis. So. Dann da hinten. Er hat sogar reingegriffen, das ist gut. Ey, hol die mit. Ach komm, geh ich da schon hoch. Die Steuerung manchmal. Und da unten, die hat er natürlich vergessen. Weil, warum auch nicht. So. Gut, dass ich noch gesehen habe, sonst hätte ich es gleich wieder machen müssen. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat?
Nee. Warum tut er das? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Steuerung, bitte. So ein Narr. Nein, ihr Zurück? Ich bin beeindruckt. Ich werde meine Meinung über euch nicht ändern. Aber da Al-Mualim befiehlt, sage ich euch, was ich über euer nächstes Ziel weiß. Garnier versteckt sich in der Festung der Hospitaliter. In diese Festung einzudringen erfordert Gerissenheit. Das ist alles, was ich habe. Perfekte Information, danke. So, dann da hinten, nächste Bürgerrettung. Wird dann aber in dem Part wohl doch nicht mehr ganz aufgehen, leider, aber kann ich jetzt nicht viel dran ändern und ich muss hier von der anderen Seite runter, weil da kommen wir noch nicht durch. Nervig. Aus dem Weg! Du bist ein toter Mann! Du gehörst mir! So. Komm schon. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, das sollt ihr besser. Wer ist dafür verantwortlich? Kannst du mir sagen, dass es so ein Lappen ist, dass er nicht mal auf seine eigene Frau aufpassen kann? Und nun, da das gesagt wäre, darunter. Hier hoch. Ich nicht. Komm, kletter schneller. Wir haben zu tun. Muss ich da komplett runter? Gut. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ja, aber es sind ja, wie es aussieht, nur zwei. Falsche Waffe ausgerüstet. Perfekt. Ich muss mir angewöhnen, das zu checken. So, versteckte Klinge. Wie schrecklich. Ist er so umgebracht? Herr, erbarme dich unser. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden. Wer hat diese Person umgebracht? Dies sind wirklich düstere Tage. Das ist ein böses Leben. So. Eliminiert. Ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? So, da hinten sollten wir dann ja gleich wieder sein, damit wir das abgeben können. Und dann hat sich die Nummer auch erledigt. Und natürlich bin ich auf der falschen Seite des Gebäudes, weil warum sollte man einen Durchgang bauen? So. Da sind wir. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies.
Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. So, dann sind jetzt nur noch zwei Bürgerrettungsmissionen übrig. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich sagen, machen wir die das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed.